Ja, die Theresienwiese ist in diesem Jahr bereits Baustelle. Seit dem Montag, dem 14. Juli, wird aufgebaut. Die ersten Zelte stehen bereits. Im Hintergrund sind schon die kleinen Zelte vom Zentrallandwirtschaftsfest aufgebaut. 2008 haben wir eine sogenannte kleine Wiesen. Das bedeutet, im hinteren Bereich des Oktoberfests wird das Zentrallandwirtschaftsfest mit seinen Ställen und Schweinen und Kühen und den ganzen Tierwelt aufgebaut. Einige von den Zelten, die ansonsten ihre Zulassung dort hinten haben, haben sie dieses Jahr nicht. Das sind aber nur die kleinen Zelte. Außerdem werden einige der größeren Fahrgeschäfte kleiner kommen. Die Wilde Maus hat zum Beispiel nur eine Wilde Maus und keine zwei. So sehen also die Zelte aus, bevor sie überhaupt aufgebaut werden. Sie kommen an als große Balken, die Löcher werden noch in den Boden gegraben. Hier, wo es so brummt und donnert, wird das die Löwenbräu-Wiesenkantine aufgestellt. 15. Juli, die Löwenbräu-Wiesenkantine wächst. In ein, zwei Tagen wird man hier auch schon Bier trinken können. Allerdings nur, wenn man darf, denn es ist ein geschlossenes Gelände und hier wird so schnell kein Tourist durchlaufen dürfen. So, hier in der Hand halte ich den Oktoberfestplan. Da stehen alle Zelte und alle Wirte und alle Budenbetreiber drauf, die hier eine Zulassung bekommen haben. Es gibt mittlerweile auch die Bezieher, die Beschickerliste, da weiß man dann auch, wer dann tatsächlich auf der Wiesen 2008 sein Zelt oder seine Wurfbude oder seine Mandelbrennerei aufbauen darf. Damit das alles gepflegt abläuft, gibt es bereits schon beim Aufbau die Toiletten. Das gehört dazu den Sachen, die meist am Anfang aufgestellt werden. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass, und das sehen wir gleich, die Kantine. Heute am 15. Juli ist die Kantine von Augustine noch im Aufbau. Einige Rentner laufen noch über das Feld, um zu sehen, ob es schon was zu essen gibt. Aber eigentlich dürfen sie ja hier künftig nicht mehr zum Mittag essen, denn das Ganze ist Baustellengebiet, wie gesagt, und eigentlich nur für die Bauarbeiter der Wiesen zugänglich.